Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem kleinen Video von mir. Es wird eine Roomtour werden beim Haus hier und ein Infovideo bezüglich meines Laptops. Ja, und ich würde mal sagen, ich fange mit der Roomtour an und beginne in der Küche. Das ist so die Küche. Küche. Ja, dann geht's weiter. Hier ist der Vorraum. Hier haben wir eine Abstellkammer, da wo wir Getränke lagern, Marmeladen, ein Vogelfutter, Toastbrot, Eier. Da haben wir dann auch so Müll, wir trennen Müll. Wir haben hier Alu, dann haben wir hier Papier und hier haben wir Plastik und hier haben wir so Säcke und da haben wir einen Trockner. Ja, dann geht's weiter ins Badezimmer. Das ist das Badezimmer. Ich finde das Badezimmer echt mega nice. Ich finde, das sieht mega gut aus. Ach, ich mag das Badezimmer. So, dann geht's weiter ins Wohnzimmer. Ja, da chillen wir meistens dann abends und schauen hier dann Fernsehen. Da haben wir noch so ein paar Bilder und einen Engel. Dann geht's weiter ins Schlafzimmer meiner Großeltern. Da haben wir immer einen Christbaum. Ja, der verliert kaum Nadeln und ja. Dann haben wir hier ihr Bett. Da haben wir einen Huhn. Das ist ja mega geil. Das ist so ein Partyhuhn. Und mit dem Huhn kann man, da drückt man dann wo drauf und dann kommt da so ein Eierlikörei raus. Ja. Dann sind wir, ich würde sagen, hier oben fertig. Dann kommen wir jetzt ins Treppenhaus. Und dann sind wir halt hier in der untersten Etage mit der Haustür. Und ja, das ist so ziemlich mein Bereich. Hier haben wir die Küche. Ja, es sieht ein bisschen aus, aber ich nutze die Küche eigentlich nicht. Die Küche nutzen wir eigentlich nur zum Katzenfüttern. Und da haben wir halt so ein bisschen ein fürs Plastik und so. Und hier haben wir so ein paar Behälter, wo wir dann Katzenfutter, Wasser und Milch reinmachen. Dann kommen wir in die Abstellkammer. Die sieht auch mega aus. Ist halt von da unten, da haben wir Hühnerfutter, dann sind das Sonnenblumenkerne für die Vögel, hier haben wir Katzendosen, Alkohol, Alkohol, ja, da stehen so ein paar Pokale von meinem Opa. Ja, es ist halt so die Gerümpelkammer für allen Scheiß. Dann haben wir hier das WC, das Klo, ja. Braucht man nicht weiter zeigen, ist nicht spektakulär. Dann haben wir hier das Badezimmer. Das Badezimmer sieht aber nicht so cool aus wie das oben. Ja. Dann kommen wir in mein Schlafzimmer, wo ich penne. Wenn meine Freundin da ist, dann penne ich mit ihr hier. Und sie pennt quasi. Eigentlich penne ich da und sie da, aber wenn sie nicht da ist, penne ich da, weil ich das eben lieber habe. Und dann kommen wir in meinen Zockerbereich, der leider ein bisschen aussieht. Ich habe noch nicht zusammengeräumt, muss ich erst. Da sieht man schon einiges. Rumstehen habe ich gestern noch geausnet. Hier habe ich zwei Anime. Dann das hier hat meine Freundin gezeichnet. Das alles hier. Finde ich mega nice. Ich finde, sie zeichnet voll gut. Wenn man sich mal so ansieht, warte, ich muss das erst finden.
Da ist es. Airiban hat sie auch gezeichnet. Ich finde das Bild mega gut. Mega gut gelungen. Ja. Aber ich habe die einfach lieber. Ich mag die Neckar in der Mitte sehr gern. Das ist so ziemlich mein Favorite. Kurz ablegen. Da haben wir dann noch mein DS, so ein bisschen was zum Saufen. Dann haben wir hier meinen alten Laptop. Und das ist der Laptop von meinem Opa. Da habe ich versucht, die Festplatte hier in diesen reinzumachen. Das ist mein alter Laptop, mit dem habe ich früher aufgenommen. Der ist auch mega dreckig und verstaubt. Der ist mega kaputt und zerschrottet. Aber er geht noch. Er geht noch, Leute. Weiß nicht, ob ich ihn schon leer gemacht habe. Sieht so aus, als hätte ich ihn leer gemacht, sonst wird jetzt was leuchten. Da unten sieht man schon das Mainboard. Da habe ich keine Tasten mehr drin. Ja. Aber er